Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer lebten davon in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Ja, die Ergebnisse des Ausschusses sind sehr konkret, allerdings die Umsetzung lässt noch auf sich warten. Deswegen sagen wir, dass wir auch eine Kommission im Landtag brauchen. Wir haben zum einen mal ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass hier Bedarf ist, dass man das tun muss. Und zum anderen wurde bereits ein Verzeichnis aller Rechtsradikaler eingeführt, das derzeit bestückt wird. Und ich glaube, da ist man auf einem guten Weg, dass die Sicherheitsbehörden weiter zusammenarbeiten. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Ich halte nichts davon, weil wir einen erneuten Bericht machen, was bereits an Datenmaterial vorhanden ist. Und insoweit, glaube ich, wären wir gut damit beraten, zunächst mal das vorhandene Datenmaterial auszuwerten, uns mit dem zu beschäftigen und nicht immer nach neuen Berichten zu rufen. Da müsste es einen Bericht geben, wie ist das Dunkelfeld, wie sind die Erkenntnisse zu einzelnen Straftaten und dann auch, wie sind letztendlich die Verurteilungsraten. Ja gut, man kann natürlich immer noch mehr Statistiken machen. Grundsätzlich so, es wird berichtet, es gibt Statistiken und es ist auch für uns kein Problem, das noch zu mehr intensivieren. Aber ich glaube, wichtig ist, dass tatsächlich wir gute Sicherheitspolitik haben. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Ich glaube, unsere Sicherheit ist ganz gut aufgestellt in Stadien. Trotzdem muss man sehen, das gab es ja schon in zurückliegenden Jahren, konnte man beobachten bei Panikreaktionen, dass man da wirklich alle Möglichkeiten ausschöpft und plötzlich überrascht wird. Also erste Maßnahme ist, die Fans und Fangruppen stärker einbeziehen. Zweite Maßnahme ist, vor dem Spiel aktiv werden. Also nicht erst während dem Spiel polizeilich, sondern vorher zum Beispiel durch Fanprojekte. In den Sportvereinen, in den Stadien wird hervorragende Arbeit geleistet. Es wird die Gesellschaft zusammengebracht und ich glaube, einfach durch viele Gespräche, durch ein Miteinander aller betroffenen Akteure kann man viel erreichen. Und wenn dieses Miteinander, das Miteinanderreden der Sicherheitsbehörden zusammen mit den Fanclubs, mit den Vereinen weiter fortgesetzt wird, dann ist viel gewonnen und viel erreicht. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu Plenum TV hier bei ATV.